So, hallo, ich bin's für euch. Es geht um den Citroën C0, um den Peugeot Ion und den baugleichen Mitsubishi e-MiEV. Wie wechselt man an diesem Auto vorne die Leuchtmittel? Man muss erstmal auf die Beifahrerseite und die Fronthaube öffnen. So. Dann die Fronthaube aufmachen. Feststellen. Okay. Man braucht einen Kreuzschraubenzieher und einen kleineren flachen Schraubenzieher. Der Nachteil dabei ist, man muss vorne auch die Schürze abnehmen. Aber als erstes diesen Hebel für die Stromstecker ganz feste reindrücken und nach hinten hin rausziehen. Geht etwas schwer, wie man sieht. Nochmal drücken. Und jetzt ist er ab. Da sieht man es. Dann diese Klammer lösen. Damit ist die Frontschürze befestigt. Einmal. Und da schon mal ein bisschen rausdrücken. Das ist einfach nur so ein Kunststoffstift, der reingedrückt ist. Als nächstes die Kreuzschraube unten vom Scheinwerfergehäuse lösen. Dann außen diese Abdeckung mit dem kleinen Schraubenzieher raushebeln. Und oben die Kreuzschraube lösen. Nicht ganz rausdrehen, nur lösen, dass es locker wird. Man kann den Scheinwerfer dann nach unten später wegziehen. Jetzt muss man seitlich am Radkasten vorne nochmal so eine Kunststoffklammer lösen, damit man später die Schürze an der Seite abziehen kann, um an die dritte Schraube zu kommen. Etwas Gefummel, wie man sieht. Am besten, man guckt sich das vorher an, leuchtet mal mit der Taschenlampe rein. Ich habe das schon einige Male gemacht, deshalb weiß ich ungefähr, wie es auch blind geht. Dann kräftig an der Schürze ziehen, die ist aus Kunststoff. Die ist da so ein bisschen reingedrückt. Und dort, wo ich jetzt mit dem Schraubenzieher hin zeige, hinter der Hand, sieht man jetzt nicht ganz, da ist die dritte Schraube, womit der Scheinwerfer befestigt ist. Hier oben ist noch so eine Nase, eine Kunststoffnase. Das heißt, man muss den Scheinwerfer dann erst ein Stück nach oben schieben, damit diese Kunststoffnase sich da löst oder raushakt, und dann kann man den ganzen Scheinwerfer nach unten wegziehen. Muss dabei gleichzeitig gucken, dass man unten an der Kunststoffschürze entlang mit der dritten Halterung kommt. So, das war's eigentlich schon. Und schon hat man das ganze Scheinwerfergehäuse und kann die Leuchtmittel austauschen. Der Einbau erfolgt natürlich dann genau entgegengesetzt. Ja, das ist ein bisschen tricky. Wie gesagt, die dritte Schraube an der Seite, das muss man wissen. Das war's erstmal für heute. Danke.